Magdeburg, Schönebecker Straße 25, die Galerie Kunstwerkstatt. Ausstellung der Magdeburger Künstlerin Kathleen Meyer. Der Raum ist fast ein wenig klein für die überlebensgroßen Figuren aus Holz. Raue, aus Stücken zusammengesetzte Oberflächen, die die Kleinteiligkeit unserer Gegenwart symbolisieren. Stück für Stück aus gefundenem und wiederverwendeten Latten und Brettern aneinandergefügt, ergibt der Aufbau die Möglichkeit, wirklich großformatig zu arbeiten. Ganz wichtig ist, Form und Inhalt zusammenzubekommen. Ja. Also das ist das auch, was ich aus dem Studium mitgenommen habe, dass ich letztlich das, was ich empfinde oder gerne spiegeln möchte, in die entsprechende Form bringe. Und das Studium an der Burg Giebichenstein bei Professor Bernd Göbel, Diplom 1997, hat die zwei Wege des plastischen Arbeitens vermittelt. Hier die Holzfiguren, die aufgebaut und zusammengefügt werden, und hier die kleineren Plastiken, deren Form durch Abtragen langsam aus dem Block freigelegt werden muss. Aber immer ist den Figuren die handwerklich versierte Formensprache der Künstlerin eigen. Ich mache beides total gerne. Ja, also kann ich wirklich nicht sagen. Also es kommt sicher aufs Thema an, also wie ich gerne arbeiten möchte. Wenn ich modelliere, mache ich das auch eher kleinteiliger, also beim Aufbauen sowieso, oder ob ich was gröber eventuell auch mit der Kettensäge wegnehme. Also es ist wirklich eine andere Arbeitsweise. Und je nachdem auch, wie man sich innerlich fühlt, bringt man das dann in die Arbeit ein, tatsächlich. Kathleen Meyer, Jahrgang 1970, ist eine aufmerksame Beobachterin unserer Zeit, und die ist gerade jetzt geprägt von kriegerischen Auseinandersetzungen, die uns immer näher rücken. Und deshalb versucht sie, denen eine Stimme zu geben, die darunter leiden, die heimatlos geworden nicht in ihre Häuser und Wohnungen zurück können, die warten und hoffen, dass ihre Lieben unbeschadet aus was auch immer zurückfinden in das, was wir als Frieden kennen und in vermeintlicher Sicherheit gewohnt sind. Und dazu gehören dann auch ihre Druckgrafiken, die Holzschnitte, die genauso wie ihre plastischen Arbeiten mit harten Kontrasten und klaren Worten die Probleme fassen, die der Künstlerin das Herz schwer machen und dem Betrachter ihre klare und humanistische Haltung vor Augen führen. Das ist keine leichte und gefällige Kunst. Sie setzt die Bereitschaft voraus, sich mit komplizierten Gefühlen auseinanderzusetzen. Das sind Bilder und Figuren, an denen man sich reiben kann und soll. Ja, also meine Figuren sind auch so zu begreifen tatsächlich. Also man kann die auch anfassen, man kann sich einen Splitter einziehen und also das durchaus spüren. Ist gewollt. Ja, ist immer eine raue Oberfläche. Hat mit den Themen zu tun, die ich bearbeite. Und diese Themen sind wichtig. Es sind die Themen, die täglich die Nachrichten bestimmen, und die Arbeiten von Kathleen Meyer bilden einen Gegensatz zur getriebenen Informationsflut der Medien. Hier in der Kunstwerkstatt muss man sich die Zeit dafür einfach nehmen.